Ja? Oh, was schreist du denn schon wieder so? Was ist denn? Hallo, auf! Was ist denn? Was hast du gemacht mit unserer Küche? Was hab ich gemacht mit unserer... Hä? Easy, da fehlt... Was zur Hölle hast du getan? Warte. Hä? Warst du das oder kommt es vielleicht vom Erdbeben? Welches Erdbeben? Das Erdbeben. Was denn für ein Erdbeben? Ich hab geschlafen. Das Erdbeben? Ja, warte, hast du wirklich das Erdbeben verschlafen? Wie jetzt Erdbeben? Wie warum kann man ist denn unsere Erdbeben Wohnung kaputt? Wie soll ich denn jetzt hier von meinem Zimmer rauskommen? Aua! Erdbeben! Hau mich nicht! Leute, falls ihr die letzte Folge nicht geschaut habt, die kam bei Easy auf dem Kanal, da unbedingt vorbeischauen. Ich verlinke die euch hier in der Infobox. Und zwar, da sind wir der Lola gefolgt auf den Schwarzmarkt und da hat die... Ich weiß nicht genau, was sie da getrieben hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Jedenfalls hat sie uns leider erwischt. Wir waren nicht so super, super unauffällig. Jedenfalls, ich weiß nicht genau, die Lola, die erscheint mir ganz schön verdächtig. Jedenfalls, was ich mir überlegt hatte, während ich meinen friedlichen Schlaf, ne, genossen habe, der nicht unterbrochen wurde von irgendwelchen Erdbeben, Mentor meinte doch letztens schon, dass er eine Idee hat, wer quasi Verdächtige sein könnte, beziehungsweise wer kein Alibi hat, richtig? Erinnerst du dich? Ja, 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 ich weiß. Wollen wir den mal fragen, ob der seine Liste bis jetzt fertig hat? Weil ich denke immer noch, es ist Lola. Und meine Idee ist, wir sagen irgendwie, wir machen ein großes Dorftreffen unter irgendeinem Vorwand. Also ich denke, es ist Ronja. Okay, ich denke, es ist easy. ich würde sagen, wir machen ein großes Dorftreffen. Und ich denke, wer auch immer der Schuldige ist, wird nicht erscheinen. Es ist doch oft so, dass die dann Angst haben, sich zu zeigen. Meinst du? Ja. Okay. Glaubst du nicht? Weiß nicht. Erklär mal, wieso? Okay, pass auf. Folgendes. Weil... Wenn wir sagen, ja, wir wissen, wer der Böse ist, und dann sagen wir, ja, wir versammeln uns alle und dann quasi, weißt du, wollen wir den Bösen bloßstellen. Ach so, vor allen wir sagen, anderen. Dass wir wissen, wer der Böse ist. Ja klar. Damit, ah! Und dann okay, hat der Böse Angst und kommt nicht. Okay. Das wäre jetzt so die Idee. Ja, dann let's go, dann machen okay. wir das. Okay, ja. Gut. Dann... Wo geht lang? Die Treppe runter. Ist der Dings da? Ah, da unten sitzt er sogar. Irgendwie sitzt er immer auf dieser Bank. Ich weiß gar nicht, was er den ganzen Tag macht. Guten Morgen! Dr. Alfus! Ah, guten Morgen, ihr Schlafnasen. Was heißt denn Schlafnasen? Ich meine, ich wäre schon aufgewacht um 5. Aber die Easy, ha? Kennen sie ja. Ich war doch schon seit Stunden wach. Ich habe, während ihr gestern unterwegs war, meine Liste vervollständigt. Das ist gut. Da wollten wir gerade nämlich mit Ihnen deswegen sprechen. Wir würden da mal einen Blick drauf werfen und dann... Ich denke, wir können da helfen. Ich habe eine Idee. Oh, danke schön. Kommt euch hier von irgendjemand verdächtig vor? Oh, da steht Lola mit auf der Liste. Die kommt echt? Mir sehr verdächtig steht sie da vor. Drauf? Ja, ja, ich gebe sie dir auch mal. Oh yeah. Ja, jedenfalls, wir haben einen Plan, wie wir den Bösen stellen können, okay? Oh, ihr habt einen Plan? Ja, und zwar wollen wir alle Leute unter einem Vorwand auf den Marktplatz locken und halt erzählen, wir wissen, wer der Verdächtige ist und dann denken wir, der Böse wird nicht kommen und wir können ihn dann so entlarven. Sehr gute Idee. Ich gebe das an die Post für weiter. Dann könnt ihr schon mal überlegen, wie wir dann verfahren wollen. Alles klar, machen wir. Dankeschön. Du musst jetzt dein Dings wiedergeben. Oh, stimmt. Hier. Moment. Hier. Lies es vielleicht nochmal. Ist der Plan... Ach, ich meine, wir wissen doch ungefähr... Warte, das ist Mimi, oder? Ich habe deinen Namen draufgeschrieben. Das ist mein Name? Nein, easy. Wieso tust du das? Tja, ja. Da seid ihr ja. Ich habe euch in der ganzen Stadt gesucht. So ja, wie ich sie kenne, ist sie dreimal über den Markt gelaufen und hat gesagt, sie waren in der ganzen Stadt. Ich glaub gar nicht, was das für ein Akt war. Ich bin beinahe ertrunken, weil ich ins Wasser gefallen bin. Ich kann doch nicht schwimmen. Naja, sei es drum, Lust verstecken zu spielen. Gerade nicht, wir haben gerade ja, eine doch, wichtige total. Mission. Du versteckst dich? Du versteckst dich, wir suchen dich. Oh Gott, du bist ja gemein. Du willst sie gar nicht suchen. Nein, Mimi, wir haben leider gerade keine Zeit zum Verstecken spielen. Es tut mir leid, wir müssen gerade was Wichtiges organisieren. Oh, verstehe. Schade. Ja, vielleicht ein andermal, vielleicht morgen. Die Easy spielt bestimmt gerne mit dir verstecken. Das stimmt. Dann mache ich mir mal ein Mittagsschläfchen. Wo war noch gleich meine Wohnung? Ach, komm mit Mimi, wir zeigen es dir. Komm. Hey, ich hab's aber vergessen. Vielleicht könnten wir das auch so machen wie Lola und hier so ein Riesenschild dran. Oh mein Gott, das wäre schon ganz schön cool, oder? Komm mit Mimi, hier wohnst du. Hier ist deine Wohnung. Hier einfach rein. Nein! Jetzt ist super fies hier. Genau, hier wohnst du. Einfach hier, ne? Nein, da wohnst du nicht. Komm mit, Mimi, komm mit. Danke. Wo wohnt sie denn nochmal? Ich glaube, sie wohnt über uns, oder? Mimi, hier lang. Komm mit. Ich bringe sie hin. Geh du schon mal vor. Ach, ich komm mit. Okay. Hier lang, einmal die Treppe hoch, über den Briefkasten springen. 180 Grad. Der tägliche Parcours, den jeder leider machen muss. So, hier geht's noch weiter nach oben. Bleibt ihr denn, ihr Lammbacken? Hier oben bin ich schon. Hier. Hallo. Ja, wir folgen dir. Hier.
schreibe ich. Ich glaube, Millie versucht sich nur zu merken, wo sie wohnt. Und? Fertig! Ach! Tada! Okay, gut, dann, wir machen uns dann mal auf den Weg, schätze ich mal. Du weißt jetzt ja Bescheid. Musst nicht immer nachfragen. Du weißt jetzt. Bis nachher. Tschüss. Ciao, mach's gut. Oh, ich glaube, wir sollten langsam mal zum Versammlungsplatz, oder? Es wird schon langsam dunkler. Wird es? Oh, ja. Ich glaube, oder? Ich weiß nicht, wie gut man das hier im Feen dort sieht, weil es einfach nur dunkelpink ist. Nee, das ist nicht gut. Guck mal, der hat doch hier schon seine schöne Sandburg. Ich bin doch kein Wurm. Let's go! Weil nur Würmer im Sand leben, oder was? Ja, wo müssen wir denn jetzt hin? Wo ist die Versammlung? Ich glaube beim Markt, oder? Das würde Sinn machen. Markt? Meinst du? Ja, oder? Das okay, lass uns ja, guck mal, hier sind alle. Okay. Okay. Warte, lass uns mal gucken, ob die Lola da ist. Ich habe ehrlich gesagt, also ganz ehrlich, die anderen scheinen mir nicht verdächtig. Verkäufer blauer Stand. Ja, der wird schon da sein. Ich meine, okay, direkt Verkäufer blauer Stand ist nicht da, aber die steht vielleicht woanders. Mimi ist nicht aufgetaucht, oder? Mimi? Entschuldigung, die ist ja da. Ich meine, Lola. Nee, Lola ist nicht da. Ah. Wo ist Lola? Meinst du, sie ist verdächtig? Lass mal von oben schauen. Ich will mal von oben ein bisschen gucken. Mhm. Warte, da ob ich hier was sehen kann. Da, die anderen Verkäufer. Nee. Nee, Lola ist nicht da. Wo könnte sie denn sein? Ich meine, sie muss sich ja irgendwo verstecken. Meinst du, sie ist außerhalb der Stadt irgendwo? Könnte sein. Oder sie macht gerade irgendwelche bösen Geschäfte. Illegale Aktivität. Oh, wenn wir auf dem Schwarzmarkt schnell gucken, ob sie da ja, ist. Ja, lass machen. Gute Idee, gute Idee. Warte. Das sage ich selber, weil es war meine Idee. Da muss man sich auch mal ne, selber loben. Muss man sich auch mal selber loben. Das ist wichtig, ist wichtig. Ja, doch, doch. Warte. Hier runter. Genau. Okay. Vor allem so unauffällig das Eingangstor und hier ist es so riesig. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist richtig, also, keine Ahnung. Wild. Wo bist du? Ich bin unter dir. Ich gucke. Man sieht ja da drunter noch die extra Etage. Da wollte ich das Stückchen runterlaufen. Aber hier scheint Lola nirgendwo zu sein. Ja, gut. Okay, aber Schwarzmarkt ist sie nicht. Aber es war auf jeden Fall gut, dass wir nachgeschaut haben, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Okay, gut, dann außerhalb der Stadt, oder? Lass Lola verhaften gehen. Ja. Aber wie und wo? Ja, wo ist ja die Frage? Naja. Wie, also, wenn sie nicht in der Stadt ist, dann muss sie ja außerhalb der Stadt sein, oder? Ja, dann lass mal gucken. Weil gehen, fliegen oder? Kann sie nicht mehr, weil ihre Feuerkräfte sind ja weg. Das heißt, sie kann auch nicht mehr, weißt du, sich als Fee irgendwo verstecken. Stimmt. Dass du irgendwas Verdächtiges siehst, was fies ist? Vielleicht ist sie mit einem Miniboot weggefahren. Das wäre cool. Das wäre echt cool. Hier ist das Gefängnis. Ich hätte gerne ein Miniboot. Schenkst du mir ein Miniboot zum Geburtstag? Nö. Warte, wo jetzt hier raus zur Stadt? Hier, oder? Ist das der richtige Weg? Ja, da lang. Dann würde ich da mal gucken, ob ich da vielleicht noch irgendwas sehe. Okay. Okay, hier ist der Farmer. Alles beim Alten. Alles, ne? Geht mit rechten Dingen zu. Warte, das ist Sprout, oder? Hallo, echt, Sprout! Sprout da? Sprouty Sprout, was geht ab? Sprout ist so riesig im Vergleich zu uns. Sprout, pass auf, dass du nicht auf Easy trittst. Ja, bitte nicht auf mich treten. Oh, Sprout wird ganz aufgeregt. Sprout, was ist los? Sprout versucht irgendwie in die Richtung von dem Dingshäuschen, ja, was von dem ist denn Verwaltungshäuschen. Warte mal, wo will er hin? Ich muss ja hier hochschwimmen. Das sah so aus, als würde er hier irgendwas zeigen, oder? Ja, oder? Ist hier irgendwas im Dorf? Nicht okay? Er darf ja nicht ins Dorf rein, deswegen. Ja, ja, vielleicht hat wir, er. Wir können hier mal drinnen gucken. Danke für den Tipp. Okay. Okay, hier drinnen scheint niemand zu sein, oder? Oh, warte mal, hier ist Lola. Komm schnell. Lola? Wie ist es Lola hier? Lol, was? Ich hätte nie gedacht, dass ich mich freue, euch beide mal zu sehen. Was ist mit ihr, Ronja? Geht's ihr gut? Was? Schnell, helft mir, bevor sie wiederkommt, weil ich glaube, sie ist festgebunden oder so. Sie kann sich jetzt nicht bewegen, ja. Warte, kannst du sie gerade losbinden? Warte! Komm her! Okay, scheinbar okay, nicht so erfolgreich. Alles okay? Lola? Na, die Verwalterin, was meint ihr, wer mich eingesperrt hat? Ja, sorry, ich meine, wie jetzt eingesperrt? Wieso soll ich jemand eingesperrt haben? Wie, also, die warte, meinte der Dings nicht sogar, er hat die Verwalterin mit auf der Liste? Der Mentor? Ja. Aber die war immer so nett. Ja. Gott, einmal mit Profis arbeiten. Die lassen hier ja mittlerweile jeden rein. Warum ist Lola eigentlich so? Weißt du, Lola, wenn du einmal... Ja, ist echt so. Wir lassen dich jetzt hier. Pech für dich, Lola. Schade, hä? Huh? Doof gelaufen. Auf jetzt. Was steht ihr hier doof rum? Bindet mich los. Komm, oh mein Gott. Komm mit. Hast du's? Zack. Na komm. Laufen kannst du aber selber, oder? So, Liebes, dann ist es jetzt wohl Zeit zu... Oh. Oh, die Verwalterin. Aha. Wer sind denn deine Freundinnen hier?
wir sind auf den Spuren der Gerechtigkeit, ja? Wir sind nicht unbedingt Freundinnen von Lola, so würde ich es jetzt nicht ausdrücken. Ich meine, Lola, was ist passiert? Bist du ja angebunden? Sie ist nicht mal mehr angebunden. Außerdem wissen wir genau, was passiert ist. Du hast sie angebunden. Du wolltest sie hier einsperren, ja? Wir liefern dich jetzt an die Polizei aus. Kommst du? Kommst du? Oh, nee, warte, die läuft, Ronja. Ey, stehen geblieben. Halt sie auf. Ich habe ein Schwert und ich habe keine Angst, es zu benutzen. Stopp. Entschuldigung. Wie du siehst. So, einmal mitkommen bitte. Na komm, wieder in die Stadt. Ich habe ein Schwert und ich habe keine Angst, es zu benutzen. Es tut mir leid, ich wollte dich nicht hauen. Ich wollte nur zeigen, weißt du, dass ich... War demonstrativ, ja. Richtig. Okay, weißt du noch, wo der Dings ist? Der Pilz, wo das Gefängnis drin ist? Aha, auf der anderen Seite des Dorfes. Komm, okay, mit. Dann würde ich sie da hinbringen. Ja, ich fühle mich. So, einmal mitkommen bitte. Warte, ich laufe hinter ihr, du läufst vor ihr. Dann ist das so eine Art Polizeieskort. Das habe ich in Filmen schon mal gesehen. Das muss richtig sein. So, hier sind wir angekommen. Bitte einmal mitkommen. So. Hallo. Das ist hier unsere liebe Essenzenklauerin. Das ist also unser Übeltäter. Genau, hier bitte einmal einsperren, nie wieder rauslassen. Bitteschön, dankeschön. Machen Sie die Brücke kaputt, nicht, dass sie rauskommt. Gute Arbeit. Und das auch noch von zwei Jungfeen. Respekt. Ihr denkt wohl, damit habt ihr es geschafft. Ja. Also, hier. Geh ruhig in deine Zelle. Aber meine Aufgabe ist schon längst erfüllt. Die Essenzen wurden zerstört. Zerstört? Warte. Ich dachte, ich hätte sie nur geklaut. Hieß es nicht, oh die ganze Gott. Zeit, die Essenzen wurden nur geklaut. Vielleicht gehen deswegen die ganzen Kräfte nicht mehr. Wenn die nur geklaut wären, wäre es ja egal, oder? Dann wären sie einfach an einem anderen Ort. Vielleicht werden die noch zerstört. Nee, sie meinte, die sind zerstört. Die anderen werden für mich weitermachen. Vielleicht die anderen? Ja. Ihr denkt doch nicht ernsthaft, ich bin alleine. Also, ich meine, wir hatten es irgendwie gehofft, schätze ich mal. Oh, ihr kleine, naiven Feen. Das ist ja echt niedlich. Oh, na toll. Wer ist denn noch? Ist hier noch irgendjemand aus unserem Dorf? Bestimmt, oder? Also, ich meine, sie muss ja irgendwo mehr Übeltäter. Okay. Weiß ich nicht. Oh, was gibt es? Ab mit dir! Los! Hier habt ihr 15 Feen-Nuggets für das Stellen von unserer Verwalterin. Gern geschehen. Nice, jetzt haben wir Geld. Da würde ich mal weggehen, Herr Polizist. Ja, ich habe gehört, das ist Giftwasser, das ist gefährlich. Ja. Okay, dann, Nice! Oh, nice. Ha! Ich wieder rüber. So, für, ne, viel Spaß, auf Nimmerwiedersehen. Tschüss. Hasta la pasta. So, das war's dann aber mit dieser Folge von Minecraft Fairy. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und schaut bei der nächsten Folge vorbei. Die kommt auf Isis Kanal am Mittwoch, also nicht verpassen. Der Kanal ist in der Infobox verlinkt. Und dann, macht's gut, abonniert diesen Kanal, dann verpasst ihr auch keine neuen Folgen hiervon mehr. Und wie gesagt, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.